Wir kennen den Tiefsitzsteller, wir kennen den Hochsitzsteller. Schauen wir uns im nächsten Schritt an, was passiert, wenn wir beide Systeme miteinander verknüpfen. Aber zuerst noch einmal zum einfachen Tiefsitzsteller. Und zwar schauen wir uns eine einfache Applikation an. Zum Beispiel wollen wir unseren klassischen Motor, DC-Motor, das ist ein DC-Motor mit einem Tiefsitzsteller aus einer Batterie versorgen. Und klar, was wollen wir machen? Wir wollen hingehen und eine Drehzahlregelung implementieren, beziehungsweise die Geschwindigkeit steuern unseres Motors. Ganz klassisch, was machen wir? Wir nehmen jetzt natürlich eine Versorgungsspannung. Gehen wir mal vielleicht von einer Fahrzeugkomponente aus. Da ist eine 12-Volt-Batterie. Und jetzt möchte ich den Motor geschwindigkeitsregeln, das heißt, ich muss die Spannung am Motor entsprechend variieren können. Und dazu baue ich mir jetzt meinen einfachen Tiefsitzstellerschaltung auf. Theoretisch bräuchte ich nicht einmal für unsere Motorapplikation eine große Induktivität. Der Motor selber stellt eine große Induktivität, die Ankerwindung, dar. So. Klar, natürlich, es fehlt noch ein wichtiges Bauteil. Wissen Sie, wir brauchen einen einen Pfad, einen Stromkommutierungspfad, unsere Diode. Also, hier sind sie wieder, unsere drei wichtigen Bauelemente: Schalter, Freilaufdiode, Induktivität. Und fertig ist unser Tiefsitzsteller. Wenn wir mal schauen, was können wir jetzt tun mit diesem Tiefsitzsteller, dann können wir das ja ganz einfach beschreiben, indem wir in die Quadranten gehen, also eine Quadrantendarstellung uns anschauen. Was kann ich machen? Ich mache jetzt mal oben die Spannung und rechts der Strom, also X-Achse sei der Strom. Und jetzt weiß ich, ich kann nur einen Strom stellen, der sei jetzt mal in diese Richtung positiv. Das ist mein Motorstrom, IM. Und meine Motorspannung haben wir ja schon eingezeichnet. Das heißt, ich kann jetzt mich in diesem Quadranten hier rechts bewegen. Wir sehen, der Motorstrom, der kann positiv werden. Das heißt, positive Ausgangsspannung, je nachdem, wie mein Schalter geschlossen ist. Und der Strom dann als Folge unserer Reaktion des Motors stellt sich entsprechend ein. Mehr geht allerdings nicht. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, wenn ich den Motor jetzt so schnell drehe, dass seine Leerlaufspannung, ja, beziehungsweise seine Spannung größer wird als diese 12 Volt, dann haben Sie recht, ich zeichne das mal kurz noch ein, dann haben wir einen kurzen Betriebspunkt, in dem ich hier habe ich eine Bodydiode, typischerweise bei einem MOSFET, wenn ich ein MOSFET benutze, oben drüber, dann wäre es möglich, dass ich der Strom umkehrt. Ich mache es mal nur gestrichelt in grün, weil dann habe ich jetzt eine Spannung hier anliegen und es fließt jetzt ein Strom so über die Quelle zurück. Allerdings habe ich keine Möglichkeit, das System zu regeln. Ja, also wir müssen jetzt den Motor so schieben, so schnell schieben, dass die Spannung am Motor größer wird als das Batteriepotenzial plus der Spannungsabfall über der Diode, dann hätten wir eine Möglichkeit, jetzt hier einen Strom fließen zu lassen. Aber es ist in allermeisten Fällen natürlich nicht der gewünschte Fall und ich habe, wie gesagt, keine Möglichkeit zur Regelung von diesem System. Möchte ich jetzt, dass mein Motor generatorisch arbeitet und Energie in die Batterie zurückspeist, brauche ich eine andere Idee. Ja, wir haben gesehen, ansonsten haben wir nur einen Betriebspunkt und der wäre die Leerlaufspannung bzw. Spannung am Motor ist größer als die Spannung an der Batterie. Und dann wäre es möglich. So, ich möchte aber regeln. Das heißt, ein Motor, der hat zum Beispiel, klar, stellen wir uns das einfach mal vor, angenommen, Sie sitzen in einem Elektrofahrzeug mit einem Gleichspannungs- oder Gleichstrommotor. Sie rollen Berg runter, ziemlich gemächlich. Ja, sagen wir, es ist ein sehr steiler Berg und jetzt möchten Sie bremsen über diesen Motor, den Motor generatorisch betreiben, die Energie zurückspeisen in das System. Wir drehen uns langsam, rollen langsam den Berg runter. Das heißt, die Spannung am Motor wird nicht sonderlich groß sein. Das heißt, ich zeichne jetzt hier noch meinen Motor ein. Sehen Sie das? Ja. Also hier haben wir einen Motor.
Und die Motorspannung, die ist relativ klein. Sagen wir mal, UNEN wäre 12 Volt. Und jetzt rollen wir den Berg runter und wir sagen, wir generieren dann eine Spannung von Beispiel 3 Volt. Das ist gleich, nennen Sie mal U-Berg. Ja, so. So, und jetzt wollen wir, dass auch diese 3 Volt Energie in die 12 Volt Batterie speisen kann. Was liegt näher? Ich vermute, Sie ahnen es schon. Was wir brauchen, steht ja auch schon im Titel. Wir brauchen jetzt einen Hochsitzsteller. Und genau jetzt bauen wir uns diesen Hochsitzsteller auf. Wir haben ja aus der vorhergehenden Schaltung immer noch, ich lasse die jetzt mal drin, haben wir einen allgemeinen Fall, diese Induktivität L. Wie gesagt, ich könnte auch die Ankerwindung des Motors benutzen. So, und jetzt wissen Sie, wissen ja, was jetzt kommt. Das heißt, wir schließen jetzt erstmal den Kreis hier kurz, das war beim Hochsitzsteller unser primärer Kreis. Und jetzt sind wir hingegangen, wenn der wieder öffnet, das heißt, ich zeige es noch mal kurz ein. Also Stromfluss, der kehrt sich jetzt um, sehen wir jetzt einen negativen Strom, der fließt jetzt, wenn der Schalter geschlossen ist, hier runter. Und jetzt mache ich den Schalter auf und ich muss dafür sorgen, dass ein Strompfad vorhanden ist für diesen Strom. Induktivität, Sie erinnern sich, und jetzt machen wir nichts anderes als, jetzt gehen wir hoch. Jetzt habe ich hier oben noch unseren Schalter aus vorher, bräuchte ich eigentlich gar nicht. Ich zeichne ihn nur noch mal mit ein, dass er da ist. Hier ist unsere 12 Volt Batterie nochmal, 12 Volt. Und jetzt sehen wir hier, ja, ich mache es nochmal anders, wir haben hier die Diode, so. Und jetzt sehen Sie, was passiert. Unsere Hochsitzsteller, Diode, wieder unsere drei Elemente, Schalter, Induktivität, Diode, das ist unser Schalter, L, und fertig ist unser Hochsitzsteller. Und jetzt sind wir nämlich in der Lage, mit dieser Schaltung, wenn wir es jetzt wieder ins Diagramm einzeichnen, die Spannung am Motor ist nach wie vor positiv. Ne? U-Motor. Aber was wir jetzt machen, hier ist ja der Strom, wir kehren jetzt den Strom um. Ja? Der Strom wird jetzt negativ, das heißt, wir bewegen uns jetzt dann auch hier auf dieser Seite unseres Quadranten. Also I und U. Gut, und was liegt jetzt näher als die Kombination dieser zwei Schaltungen, welche wir zusammen besprochen haben? Fügen wir beide Schaltungen jetzt zusammen, dann erhalten wir folgendes Bild. Und ich fange jetzt an mit den Leistungshalbleitern oder beziehungsweise den Schaltern. Also, zuerst kommt unser oberer Schalter. Und dieser obere Schalter bekommt jetzt von mir eine Freilaufdiode. Oder besser gesagt, wenn ich ein MOSFET benutze, die Bodydiode oder ein IGBT-Package meistens mit beinhaltet. Dann kommt der untere Schalter und auch der untere Schalter, der hat natürlich ebenfalls jetzt die Bodydiode mit drin, oder nachher als Freilaufdiode genutzt werden kann. Dann gehen wir rüber, hier hoch, hier ist unsere Versorgungsspannung, unsere 12 Volt für unseren Motor und jetzt gehen wir rüber, Induktivität L. Gesagt könnte, das ist der allgemeine Fall, die Induktivität könnte auch die Motorinduktivität darstellen. Dann kommt jetzt unser Motor, unsere eigentliche Applikation M. Und hier unten gehen wir dann wieder zusammen. So, hier ist unsere Motorspannung UM. Genau, und jetzt haben wir es. Wir sehen, der obere Teil, der obere Schalter und die Diode haben immer jetzt eine Doppelfunktion. Schalter gehört zum Tiefsitzsteller, die Diode gehört zum Hochsitzsteller. Und unten ist genau gleich. Schalter gehört jetzt hier zum Hochsitzsteller, die Diode gehört zum Tiefsitzsteller. Und jetzt können wir genau das machen, was wir ja haben möchten. Wir haben jetzt eine Erweiterung unseres UI-Diagramms und sind in der Lage jetzt, beide Quadranten abzubilden. Das heißt, wir können sowohl positive Ströme als auch negative Ströme stellen. Allerdings, die Spannung am Motor wird stets positiv sein.
Überlegen wir uns jetzt ein zweites Beispiel und ersetzen wir den Motor durch eine Spannungsquelle oder im konkreten Fall durch eine 6-Volt-Batterie. Folgendes Szenario: Wir haben eine 12-Volt-Batterie und wir laden damit eine 6-Volt-Batterie, möchten aber auch, dass es möglich ist, die 12-Volt-Batterie aus der 6-Volt-Batterie zu laden. Das heißt, wir könnten so eine Art redundante Spannungsversorgung damit realisieren. Oder vielleicht erinnern Sie sich oder erinnert Sie die Schaltung an ein Projekt von Ihnen, welches so ähnlich aussieht, wenn wir hier die 12-Volt-Batterie durch eine Solarzelle ersetzen und hier hinten eine 12-Volt-Batterie anschließen, dann haben wir die Grundschaltung unserer Solarladeregler. Gut, wir wollen uns jetzt also überlegen, wie sind die Betriebsarten? Was muss ich tun? Wann und wie muss ich jetzt an die einzelnen Schalter ein PWM-Signal anlegen, um Hochseestellerbetrieb oder Tiefseestellerbetrieb zu realisieren? Betriebsarten. Genau. So, beginnen wir mit dem Tiefseestellerbetrieb. Also, das ist der Buck Konverter. Was muss ich tun? Wir möchten jetzt, also Strom soll fließen aus der Batterie heraus in diese Richtung. Das heißt, je nach Konvektion, wir sagen, es ist jetzt ein positiver Strom in die 6-Volt-Batterie. Also, was müssen wir tun? Wir takten, also PWM an, jetzt ganz klar, Schalter 1 und Schalter 2 geöffnet. Dann nutzen wir natürlich den Stromkreis oder den Pfad über diese Bodydiode. Wir wissen ja aus unserem Kapitel zu den Leistungshalbleitern, die Bodydiode ist üblicherweise in der Lage, den Nutzstrom zu tragen, beziehungsweise den Drainstrom der MOSFET, also gleiche Größenordnung. Meistens exakt der gleiche Wert. So, jetzt wollen wir die Stromrichtung umkehren. Wir möchten jetzt, dass aus der, halt, ich mache es noch kurz, das war der rote. So, wir möchten jetzt aus der kleinen Batterie die große Batterie stützen. Was müssen wir also tun? Jetzt mache ich mir noch einen anderen Stift. Also, Stromrichtung soll umgekehrt werden und wir arbeiten jetzt im Hochseestellerbetrieb. Das heißt, wir nutzen jetzt diesen Pfad über den Schalter runter und dann, wenn der untere Schalter offen ist, gehen wir jetzt über diesen Pfad und laden sozusagen jetzt die 12-Volt-Batterie. Das sind unsere beiden Pfade. Also, dann haben wir hier den Moment, zu viele Stifte, also den Boost. Deshalb haben wir eine PWM an Schalter 2 und der S1 geöffnet. Das Übersetzungsverhältnis ergibt sich jetzt entsprechend unseren Kriterien, wie wir uns hergeleitet haben. Und zwar wissen wir ja beim Buck-Konverter, dass die Spannung am Ausgang, die ergibt sich aus dem PWM-Verhältnis mal die Eingangsspannung. Beim Boost ist es ein bisschen komplizierter, dort haben wir einen nichtlinearen Zusammenhang. Dann erinnern Sie sich, das ist dieser 1 durch 1 minus A oder D, der Duty Cycle, sich dann entsprechend dort ergibt. So, dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit und diese weitere Möglichkeit, die kennen Sie schon. Und zwar haben wir die bereits besprochen zum Thema Brückentreiber. Ja, so. Diese Konfiguration, welche wir jetzt hier aufgebaut haben, diese zwei MOSFETs übereinander, wir haben dann oben den High-Side-MOSFET, also High-Side-MOSFET, unten ist unser Low-Side-MOSFET und die Kombination aus beiden zusammen, das ist dann genau das, was wir dann als Halbbrückenschaltung bezeichnen. Also Halbbrücken. Rückenschaltung. So. Ich zeichne sie nochmal auf. Und zwar, ich mache es jetzt ganz klassisch, weil so die übliche Konfiguration auch ist. Und zwar mit unseren MOSFETs. Das heißt, wir haben unseren oberen MOSFET, den High-Side-MOSFET, der hat eine Bodydiode mit dabei.
Und wir haben den unteren MOSFET. Das ist jeweils Gate-Drain-Source-Anschlüsse. Jetzt der untere Source-Anschluss, der geht auf den oberen Drain-Anschluss. Auch hier haben wir natürlich jetzt die Body-Diode. Und jetzt, das ist unsere ganz klassische Halbbrücke. Und vielleicht erinnern Sie sich noch bei den Brückentreibern, da hatten wir immer ein High-Out. Das war quasi dieser Anschluss vom Treiber. Und wir hatten einen Low-Out. Das ist entsprechend dann dieser Anschluss vom Treiber. Und typischerweise haben wir hier unten dann ein Massepotenzial vom Leistungspfad und hier oben, ich nenne es jetzt mal einfach VCC, Spannungsversorgung von unserem ja, Leistungselektronik. So, hier gehen wir dann weg zur Last. Zur Last bzw. zu unserer Applikation. Und wir haben gesehen, das kann jetzt sein, ein Motor, es kann sein, eine Batterie, es kann aber nur ein Widerstand sein. Und so weiter. Das heißt, alles möglich. Gut. Jetzt gibt es noch eine dritte wichtige Schaltungsart, die häufig verwendet wird. Und jetzt zeichne ich das aber noch mal kurz neu und wir sehen uns auf der nächsten Folie wieder. Ich denke, das wird dann am einfachsten. Kommen wir jetzt zur dritten Taktungsart, der sogenannten inversen Taktung. Und was wir jetzt tun ist, den Highside-MOSFET in inverse Taktung, also den Highside-MOSFET und den Lowside-MOSFET komplementär zueinander zu schalten. Das heißt, geht der Highside-MOSFET aus, geht der Lowside-MOSFET an und umgekehrt. Das heißt, natürlich dürfen nie beide gleichzeitig an sein, sonst haben wir direkt einen Brückenkurzschluss, wie wir oder heißen Pfad, wie wir es dann bezeichnen. Aber ich schalte immer gegensätzlich zueinander. Also inverse Taktung bedeutet nichts anderes. Ich gebe jetzt hier oben ein PWM-Signal drauf. Und jetzt halt, Achtung, aufpassen. Unten muss das komplementäre Signal anliegen. Das heißt, ich starte mit High, Low, High, Low. So. Gut. Das heißt inverse Signal. Das heißt, wenn ich hier S1 habe, dann habe ich hier unten S1 nicht. Also die invertierte Taktung dazu. Wie gesagt, haben wir schon kennengelernt bei dem Thema Treibern. Insbesondere haben wir uns darüber unterhalten, dass wir immer ein ja, sogenanntes Deadband, also ein Band brauchen, ein Totzeitband. Man sieht es hier recht schön, beide dürfen nie gleichzeitig an sein. Das heißt, an den Flanken muss ich dafür sorgen, dass es eine leichte Verzögerung gibt zwischen Einschalten, zwischen oder Einschalten unterer MOSFET und Ausschalten oberen MOSFET und in die andere Richtung natürlich auch. So, überlegen wir uns, was passiert. Die Schaltung hat jetzt natürlich einen Nachteil in unserer Konfiguration. Das heißt, wir müssen jetzt den Strom im Auge behalten, weil wir müssen ja jetzt nichts tun. Ja? Wir geben ein PWM-Verhältnis vor und nur aufgrund der äußeren Situation ergibt sich jetzt Hochsitzen oder Tiefsitzen. Ja? Beispiel. Um es einfacher rechnen zu können, ändere ich jetzt die Batteriespannungen rechts und links. Das heißt, die Batterie machen wir doch, wir lassen es so 6 Volt und 12 Volt, Eingangsseite und Ausgangsseite. Und jetzt sagen wir, das sind ideale Batterien. Ja? Die haben genau 6 Volt und genau 12 Volt. Gut, überlegen wir uns erst, was wird passieren, wenn der obere Schalter dieser hier immer an ist. Man, es ist natürlich schlecht. Ja? Wir sehen, wir haben den Stromfluss in diese Richtung durch den MOSFET durch und fließt jetzt hier rein in die 6-Volt-Batterie. Wäre jetzt auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Natürlich wird dann sehr hoher Strom sich ausbilden, aber es ist nur mal rein hypothetisch. Ja? Das heißt, für hohe Takt Zyklen, also hohe Duty-Zyklen, ich sag mal jetzt mal D, also Duty, also D größer 0,5. Für dieses Beispiel wird sich jetzt ein Strom ausbilden von der 12-Volt-Batterie auf die 6-Volt-Batterie. So, überlegen wir uns, was passiert beim Duty von 0,5. Das heißt, D ist gleich 0,5. Was wird passieren?
Brückenausgangsspannung im Mittelwert wird sich hier 6 Volt einstellen. Hier haben wir 6 Volt, das heißt, es wird nichts passieren. Ja? Das heißt, es fließt kein Strom. Also kein Stromfluss. Das wäre genau der Punkt, wo zu sagen, wir im Gleichgewicht sind. Es passiert nichts. Ja? Und Sie sehen, das ist die Schwierigkeit an dieser Sache, wenn wir für diese Applikation invers takten. Ja? Weil gehen wir jetzt ein bisschen unter die 0,5, also die kleiner 0,5, dann gehen wir nämlich jetzt hin und, was nehme ich für eine Farbe? Ich meine, Blau hat man noch nicht. Gehen wir jetzt nämlich in den Hochsitzstellerbetrieb, also Boost. Wie können wir uns das vorstellen? Ganz einfach so, die mittlere Brückenausgangsspannung, die ist jetzt kleiner, die 6 Volt. Das heißt, der Strom, der kehrt sich jetzt plötzlich um. Er fließt jetzt hier durch den MOSFET durch, so. Und dann nachher beim Hochsitzstellen in diese Richtung durch den MOSFET. MOSFET ist in Lage, den Strom in beide Richtungen zu führen. Sie erinnern sich vielleicht an dieses YouTube-Video, welches die Funktion eines MOSFETs recht schön erklärt hat. Wir bringen Elektronen in unser Gate ein oder auf unser Gate. Und jetzt könnten wir sagen, dadurch ermöglichen wir jetzt freie Ladungsträger zwischen Drain und Source. Und diese freien Ladungsträger, die kann ich in beide Richtungen betreiben. Das heißt, es kann auch ein Strom durch MOSFET fließen. Dadurch umgehen wir die Bodydiode und es ist natürlich deutlich effizienter. Warum? Sie erinnern sich jetzt vielleicht hoffentlich an die Verlustberechnungen im MOSFET. Im MOSFET und der Diode. An der Diode fällt ja stets eine gewisse Spannung ab, 0,6, 0,7, hängt stark vom Material ab. Das heißt, diese Vorwärtsspannung geht direkt in die Verlustberechnung, Verlustleistung der Diode mit ein. Das heißt, wenn ich die umgehen kann, deutlich geringere Verluste. Und genau das mache ich jetzt, indem ich den Strom, sozusagen negativen Drainstrom, durch den MOSFET führe. Ich muss nur dafür sorgen, dass der MOSFET an ist. Ist er ja, aber wenn der untere aus ist, es geht der obere an. So. Das heißt, wir sind dann im Boost-Betrieb und ich kann jetzt ganz komfortabel, Sie sehen es, über den Duty-Cycle umschalten zwischen Bug und Boost. Das war Bug-Betrieb, Rot. So. Habe ich vorher noch vergessen zu sagen, führen wir es jetzt nochmal ganz kurz. Also im Tiefsitzstellerbetrieb ist der rote Strompfad und auch hier, wenn der obere MOSFET ausschaltet, dann hat jetzt der Strom zwei Möglichkeiten im Freilaufpfad. Er könnte über die Diode gehen, könnte er, macht er aber nicht, weil ich stelle ihm noch einen niederohmigeren Pfad über den MOSFET zur Verfügung, weil wir wissen, ja, wenn der obere MOSFET aus ist, ist der untere MOSFET an. Und genau hier haben wir das gleiche Thema. Wir sind deutlich Verlust oder deutlich weniger Verluste aufgrund der geringen Wärmeverluste, Verlustleistung in der Diode und damit im Gesamtpackage des MOSFETs. So, Sie sehen jetzt die Vor- und Nachteile. Vorteil, ganz klar, der Halbbrücke, deutlich verlustarmer. Ja? Wir benutzen nicht die Bodydiode als leitfähigen Pfad, sondern den MOSFET. Dann sehen wir aber auch einen Nachteil oder einen Vorteil. Nächster Vorteil wäre zu sagen, ich kann hier rein über das Duty Cycle als Tastverhältnis den Stromfluss regeln. Das heißt, zwischen den zwei Quadranten wechseln. Aber jetzt der Nachteil, und genau das ist der Nachteil, ich muss höllisch aufpassen, dass die Stromrichtung nicht umkehrt. Ja? Dass ich jetzt, vielleicht möchte ich es ja gar nicht, dass es aus der kleinen Batterie Strom hochfließt, dass ich ungewollt in den Boost-Betrieb komme. Das heißt, da muss eine saubere Regelung bzw. Überwachung der Schaltung implementiert werden, dass auch wirklich der Betriebszustand eingenommen wird, den ich gerne hätte.